eines lernen. Und ich denke, das liegt vor allem daran, weil heute die Chance, dass man auf Vorrat das Richtige lernen kann, also Vorrat bedeutet das, was man dann wirklich in der Arbeit braucht, eigentlich immer kleiner wird. Das liegt daran, dass ja, wenn man sich mal so die Unternehmen anschaut, auch kleine und mittelständische Unternehmen, dass heute ein Großteil der Mitarbeiter mit Aufgaben befasst ist, die weniger mit Routine zu tun haben, die viel zu tun haben mit analytischem Denken, mit Urteilsvermögen. Und selbst wenn man in produzierende Unternehmen eigentlich schaut, sind über die Hälfte der Mitarbeiter heute Wissensarbeiter. Und die Aufgaben dort umfassen eben typischerweise Abstimmung, Kommunikation mit anderen, mit Kollegen, mit Kunden, mit Partnern in der Wertschöpfungskette, erfordern eine wechselseitige fachliche Unterstützung und Zusammenarbeit, was so ein Kennzeichen ist. Erfahrungswissen, Urteilsvermögen ist notwendig und um dort einfach agieren, handeln, arbeiten zu können, Entscheidungen zu treffen zu können, wird man halt ständig neu sich orientieren müssen, neues Wissen aufnehmen müssen. Deswegen denke ich, ist heute eigentlich das Thema im Berufsleben sehr eng verbunden, dass eben Arbeiten, Lernen, Lernen, Arbeiten ist. Das meiste Lernen allerdings sehe ich im Verbund mit dem, was ich tagtäglich in der Arbeit mache, was ich im Austausch mit Kollegen, im mündlichen Austausch oder ich frage nach, dort einfach erfahre, ohne das als bewussten Lernprozess wahrzunehmen. Und genau dieser Prozess wird in einer vernetzten Welt, also wo wir ganz andere Möglichkeiten haben, miteinander in Kontakt zu treten, nach meiner Meinung sich verstärken und wir werden einfach nicht mehr unterscheiden zwischen Lernen und Arbeiten. Zumindest in sehr vielen Fällen. Ausnahmen sind für mich die Fälle, in denen es um Zertifikatskurse oder um Meisterprüfungen oder solche Dinge gibt. Da sind wir im Moment noch nicht so weit. Das kann man aber, glaube ich, derzeit auch außen vor lassen. Das, was das Schulsystem zutiefst erschüttert, sind aus meiner Sicht zwei Phänomene. Das eine hatte ich eben schon angesprochen, ist die Tatsache, dass die weiterführenden Einrichtungen, Universitäten und Unternehmen, mit dem, was Schule im Augenblick in Anführungsstrichen in dem alten Objektdenken produziert, nichts anfangen kann. Das ist doch, da muss einem doch als letztem Kultusminister eine Laterne im Hirn aufgehen, wenn die Deutsche Bahn sagt, wir wollen keine Schulzeugnisse mehr sehen von denen, die bei uns anfangen wollen. Heute habe ich gelesen in der Zeitung, der Marburger Bund sagt, wir wollen, dass endlich Studenten, die sich für das Medizinstudium eignen, Medizin studieren können und nicht welche, die den Numerus Clausus erfüllen. Wow, was heißt denn das? Plötzlich wird gesagt, die Schulzensuren, die ihr hier verteilt und die ihr vergebt, sind ja nichts wert. Wir als Unternehmen können damit nichts anfangen und die Universität kann da im Grunde genommen auch nichts damit anfangen. Keiner ist glücklich damit. Und manche Universitäten, wie die Zeppelin-Universität, sagt ja, wir verteilen einfach jetzt mal ein Stipendium an Schulabbrecher, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das häufig die kreativsten Leute sind, die in diesem starren Schulsystem versagen. Ich stehe nicht für eine Optimierung des Alten. Das überfordert die Menschen, dann kriegen sie noch was draufgepackt und dann ist eine schlechte Energie, weil es davon ausgeht, oh, ist noch nicht optimal, ja, wir sind nicht gut genug. Ich finde, Schulen müssen sich zusammensetzen, die Beteiligten, Bündnisse, Eltern, Lehrer, Schüler. Und wo wollen wir eigentlich hin? Handlungsmut entwickeln. Wir haben ein Handlungsdefizit, kein Wissensdefizit. Ja, wie kriege ich denn Handlungsmut? Dann können Sie sich was überlegen. Wie lerne ich an Herausforderungen? Wie lerne ich, handeln zu lernen, Verantwortung zu übernehmen? Wir haben zum Beispiel für dieses Erfahrungslernen einen Schulfach erfunden, das heißt Verantwortung. Alle Schüler in Klasse 7 und 8, 2 Jahre lang, suchen sich eine verantwortungsvolle Aufgabe. Jetzt gehen Sie in eine Schule im sozialen Brennpunkt mit 97% Kinder mit Migrationshintergrund, erste Klasse. Helfen. Ja, die Kinder freuen sich, die hängen denen an den Armen. Ach, schön, dass du wieder da bist. Kannst du nicht jeden Tag kommen? Ja, und da findet so viel Berührung statt, aber auch so viel sinnhaftes Tun. Und es ist eine Win-Win-Win. Die Lehrer freuen sich, die Kinder freuen sich, die Lernfreude steigt, die Kinder fühlen sich gestärkt. Das ist dieses Projekt Sprachbotschafter, aber es gibt ja ganz viele andere. Oder ein anderes Format bei uns ist Herausforderung. Ich gehe 3 Wochen raus aus Berlin am Stück mit 150 € zusammen mit anderen meistens und suche mir eine individuelle Herausforderung.
Session Bildung 4.0. Das war jetzt mal so ein ganz kleiner, kurzer Einblick in das Frühstücksfernsehen des Massive Open Online Kurs von Arbeiten 4.0, der gerade läuft. Das ist also ein 7-Tage-Sprint und an jedem Tag findet ein anderes Thema statt. Es ging um Arbeitsorganisation, es ging um Arbeitskultur. Und heute zum EduCamp, passend am Samstag, findet das Thema Bildung 4.0 statt. So, jetzt haben wir natürlich Bildung 4.0 als Upgrade-Version von was auch immer. Dazu haben wir jetzt mal so ein paar erste Impulse gehört und ich bin sehr froh, dass ich die Ellen und die Anja mit im Boot habe. Die sitzen also im Hintergrund dabei, sind live zugeschaltet und die Ellen ist eigentlich die Themenpatin des heutigen Tages beim Arbeiten 4.0 MOOC und wir haben uns überlegt, wenn schon so viele erfahrene EduCamp-Experten oder auch Neulinge da sind, dann versuchen wir denen doch dieses Thema Bildung 4.0 heute ein bisschen nahe zu bringen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite versuchen wir es aber zu diskutieren auch. Und dazu gibt es, ich hoffe, ihr habt im Sessionplan alle mal auf diesen Link geklickt zu dem Etherpad, was es da gibt. Da gibt es schon ein paar kleine Thesen, mehr oder weniger provokativ, die Ellen dort eingetragen hat und die wir gerne mit euch ein bisschen diskutieren würden. Ja, einerseits auf der Grundlage dieses Videos, was ihr eben gesehen habt, da gab es ja so wirre Thesen, vielleicht auch sehr provokative Thesen darüber, was kann eigentlich das Bildungssystem heute noch erreichen, ist das auf dem Stand oder sind wir schon abgehängt von anderen Nationen und so weiter, also solche Themen spielen da eine Rolle. Aber ich denke, die Ellen kann auch mal so ein bisschen zusammenfassen, was in diesem Online-Kurs, der ja aktuell stattfindet, auch von den Teilnehmern da so im Moment reingetragen wird in die Foren. Und kann mal so ein erstes Bild uns geben, was sie denkt, wie sich Bildung 4.0 dort diskutieren und auch sichtbar machen lässt. Ellen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen den Einstieg geben, was da aktuell abgeht im 4.0 MOOC. Könnt ihr mich hören? Ja. Super. Ich habe auch schon gerade einen entdeckt, der mir bekannt ist. Grüß dich, Herbert Just. So, und was möchte ich sagen? Also das Erste, was mir bei Marcells Einführung gerade auffiel, war der Begriff Kurs. Und dass da vielleicht bei einigen so ein klassischer Film abgeht, nämlich so eine Situation, wie ihr jetzt gerade hier sitzt. Vorne steht einer und alle sitzen um den Tisch und warten und im Moment rede gerade ich. Was der A4.0 MOOC für mich ist, ist ein, da ist ein Buffet eröffnet worden, ein Tisch mit verschiedenen Zutaten. Ich fantasiere da immer gerne so in einem Kuchenbuffet rum, weil ich gerne backe. Und da stehen halt so Muffins rum, da stehen richtige Torten rum, da liegt Besteck, was ich nehme, um mich da zu bedienen. Und da haben halt verschiedene Leute Platz genommen und schwätzen halt ein bisschen dabei. Und das Schwätzen geschieht im Forum. Und wir haben dort als einzelne Bestandteile des Buffets Zusammenschnitte in Filmform von unterschiedlichen Interviews. Ihr habt gesehen, dass ich da in einem selber mitbeteiligt war, aber auch Erfahrungen, die Anja in Kalifornien sammeln konnte und dort, Vordenker, den Begriff mag ich nicht so sehr, innovative Denker interviewt hat, auch zum Thema Bildung. Und das kann man sich anschauen in dem MOOC und hören und drüber nachdenken und wir diskutieren darüber. Und was heute schon so ein Stück weit herausgekommen ist in den Forenbeiträgen, das sind so Schlagworte, die ich euch jetzt mal rüberwerfe, wie gerade in Erinnerung geblieben, persönliches Lernnetzwerk oder Lernen in Gemeinschaft. Die Frage, braucht es eigentlich überhaupt noch Lehrer, um zu lernen? Das sind Diskussionen, die das Arbeitsleben selber tangieren, aber auch eigentlich schon in den Schulen beginnen und dort anderes Verständnis von dem, was bei uns verbunden mit Lernen als Film abläuft. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir da mal in Dialog eintreten und ihr vielleicht fragt oder mit Marcel auch zusammen, Marcel, hast du da einzelne Inputs aus dem Pad schon,
schon mal vorgestellt oder wie macht er das vor Ort? Moment, ich habe euch ausgeschaltet, weil wir einen Widerhall hatten. Ja. Thomas oder Marcel, ihr müsstet das Mikrofon nochmal einschalten, wenn ihr sprecht. Oben, wenn du mit der Maus nach oben fährst in dem Videofenster, da jetzt hast du das Mikrofon. Ja. Hört ihr uns wieder? Ja. Okay, gut. Alles klar. Also, ich habe noch nicht weiter jetzt das Pad aufgegriffen und die Inhalte des Etherpads, aber bei alle Geräten, die so ein bisschen die digitalen Endgeräte dabei haben, dass sie mal in das Pad reingucken und wir uns vielleicht an diesen Thesen ein wenig durchhangeln und ihr dann auch immer einhaken könnt, hätte ich jetzt vorgeschlagen. Ist das okay für euch? Ja, okay. Also, Ellen hat versucht, das, was in dem Forum aktuell diskutiert wird, von den, da beteiligen sich natürlich nicht alle 1000 Teilnehmer, auch wenn es 1000 Teilnehmer sind. Im Moment ist so ein Kernteam von 30, 40 Leuten, die immer fleißig da diskutieren und über Themen diskutieren, hat sie ein paar Thesen rausgesucht. Thesen und Statements, die unter anderem kamen, war, in der heutigen Arbeitswelt hat Pestalozzi eher ausgedient. Das Grundproblem ist, dass sich die Arbeitswelt schneller verändert, als das Schulsystem folgen kann. Mir gefällt auch das Modell, dass Arbeit und Bildung nicht mehr so getrennt sind und denke gleichzeitig, dass es das schon lange nicht ist oder eigentlich nie war. Die Frage ist, was wir als Lernen durchgehen lassen oder als Lernen bezeichnen. Das sind so Statements, die kamen. Und vielleicht auch so ein bisschen in die Frage oder eine Frage in die Runde. Wie grenzt ihr ab, Lernen und Arbeiten? Seht ihr das auch so, dass es zusammenwächst? Ist unser Schulsystem überholt, weil es Lernräume schafft, die eigentlich nur für Lernen gedacht sind und nicht für Arbeiten? Was ist so eure Meinung an der Stelle? Ja? Vielleicht auch mal, um das so ein bisschen einzubringen, was ihr da für Meinungen dazu habt und was dann vielleicht auch Anja und Ellen dazu ergänzen können. Was denkt ihr? Keiner traut sich doch, der Kompass. Ich weiß nicht genau, ob das ganz konkret zur Frage passt, aber ich stolpere ein bisschen über den Begriff der Bildung, der hier rumschwirrt. Alles, was ich jetzt da lese, klingt für mich eher nach Ausbildung. Okay. Und ich habe da vielleicht ein bisschen vielleicht müssen wir uns über den Bildungsbegriff unterhalten, aber Bildung ist ja schon eher was nah an einer Persönlichkeit ist und auch jenseits von vielen Bildungsinstitutionen stattfinden kann. Und berühmte informelle Bildung, berühmtes lebenslanges Lernen. Alles schon Sachen, die diskutiert sind und ich bin hier überrascht, tatsächlich, muss ich jetzt mal so offen sagen, dass es hier so um Ausbildung geht. Okay. Und das ist nicht Ausbildung hier. Okay. Jetzt meine ja, da kommt was von René dazu. Also da habe ich auch so ein bisschen in die Richtung überlegt und ich bin noch bei der zweiten These hängen geblieben, weil da dann behauptet wird, dass die Arbeitswelt sich schneller verändert, als das Schulsystem folgen kann. Und im Folgen steckt aus meiner Sicht doch eine gewisse Hierarchie drin, über die ich stolpere. Ist denn die Schule, die hier in die Pflicht zu nehmen versucht wird, tatsächlich die Ebene oder der Teil unserer Gesellschaft, der für die Arbeitswelt zuliefern muss oder die quasi dann folgen muss, wenn irgendwo drumherum etwas passiert? Oder ist Schule nicht gesellschaftlich gleichberechtigt, weil vielleicht nicht sogar eine Grundlage, an der sich eben die anderen vielleicht orientieren sollten? Ja. Und dann der Begriff der Arbeit, wird der hier so verstanden, dass es die wirtschaftliche Arbeit ist, die ökonomische Arbeit, oder kann man nicht auch als Künstler, als Philosoph arbeiten, oder welche Art von Arbeit wird hier eigentlich gemeint? Okay, guck mich nicht zu sehr an, ja. Das ist an alle gemeint, da kommen Einwürfe, ja? Nee, gar kein Einwurf, sondern also. Ich würde das unterstützen. Also ich finde, dass die Verkürzung von Bildung in Richtung Ausbildung greifbar ist auch derzeit. Also ich komme aus NRW und so die Kompetenzorientierung ist für mich quasi so ein Begriff, der genau in die Richtung geht. Es ist eine Instrumentalisierung der Bildung letztendlich für Arbeitszwecke. Und das wird in ganz konkret im Berufs-, also ich bin in der beruflichen Bildung tätig, ja. Und das wird ganz konkret in den berufsübergreifenden Fächern, die ich jetzt auch vertrete, zufälligerweise. Da wird es ganz klar sein. Also Deutsch ist nur noch Deutschkommunikation. Und es geht darum, die fit zu machen für die beruflichen Prozesse. Und Literatur kommt da nicht mehr vor.
Okay, also man orientiert sich schon an den beruflichen Problemfeldern, die auftreten und wird da projektorientierter auch ein Stück weit oder berufsorientierter. Ja. Okay. Da hinten ist ein. Also ich denke, die Frage ist, ob die Kernfrage normalerweise soll ja bilden, die Leute befähigen, sich ihre Arbeitswelt sinnvoll zu gestalten und nicht umgekehrt die Arbeitswelt gestalten, die Leute ausgebildet werden sollen. Und da ist auch die Frage, was das eigentlich sagen, wo die Bildung angeblich nachher hängt, ist die Arbeitswelt, ist das überhaupt die Arbeitswelt, die sinnvoll ist. Da ist es halt zu großen Teilen Hobby. Und wir müssen in der Bildung Leute schaffen, die das auch in Frage stellen und nicht die denken nachherhalten, dass es Hobby geben möchte. Okay. Ja, ging es gleichzeitig. Wer möchte? Er muss die Bildung mal auch mal gestalten. Nicht nur einfach nur hinterher, nicht nur versuchen, irgendwelche Pläne zu folgen. Dieses Ding nicht ab. Wir wollen jetzt eben das Menschenbild mal so gestalten und man hat ja das Gefühl, die Lehrer sind überfordert, die Eltern sind überfordert, die Schüler sind überfordert. Das ist halt gar nicht so mein Fall. Also ich bin da auch gerne dabei zu sagen, die Bildung oder Bildungsängstlichen dürfen auch gestalten. Aber das müssen die beiden sein. Okay. Das war meine ganz andere Frage, warum gestalten sie nicht. Okay. Da war noch ein zweites. Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass wir bei den Kontrollen auch nicht vergessen dürfen, was da alles da dazu zählt. Also ich finde, dass der Stellenwert der Allgemeinbildung ziemlich gelitten hat in den letzten Jahren. Dass ich finde, dass dadurch, dass hier die Ausbildung und dann der Job immer mehr in den Vordergrund stellt, dass dann nur noch darauf hingearbeitet wird, wie gesagt ist, dass dann die Literatur wegfällt oder man halt nur noch kommuniziert, dass Rechtschreibung nicht mehr so groß im Vordergrund steht. Ich finde, da müsste man wieder mal ein bisschen zurückkommen zu dem Fakt, was ist alles allgemein, was zählt dazu und dass dann die Schüler mit einem größeren Potenzial an Wissen dann rausgehen können in die Welt und können ja dann auch mehr Arbeitsplätze oder so annehmen, weil sie dann halt mehr Bildung haben. Ich finde, dass den größten Einfluss hat die freie Wirtschaft, Kapitalismus. Und dass das die vorgeben, das muss dann mehr und mehr in der Schule umgesetzt werden und dann ist so das Freidenken dann gar nicht mehr so gegeben. Okay, also doch wieder dieses Folgen eher, was ja negativ konnotiert ist. Aber also René und dann hier und dann Herbert, hast du René vielleicht? Ich würde das auch gerne nochmal aufgreifen wollen, diesen Gedanken, der hier ein bisschen durchgesprungen ist. Ich sehe es nicht so, dass Schule dann dafür da ist, die Schüler und dann die zukünftigen Arbeitnehmer auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Ich sehe Schule eher als ein emanzipatorisches Institut, das dafür da ist, gesellschaftsfähige und aufgeklärte Menschen herauszubringen, die dann zu teilen, aber nicht vollständig, in Ausbildungskanäle gehen können und da hat die Wirtschaft, da hat dann die Arbeitswelt, so wie sie, glaube ich, hier verstanden wird, hauptsächlich, natürlich vollen Zugriff. Und das ist auch richtig so, dass dann Rewe hingeht und seine Leute ausbildet, dass dann VW hingeht und seine Leute ausbildet. Aber nachdem wir quasi den Grundgedanken der Bildung erstmal in sich bewahrt haben und da vielleicht mal dann auch kritisch fragen, ist denn in dem Ausbildungsbereich eigentlich schon so viel passiert oder hängt der nicht vielleicht auch hinterher? Also auch neulich mit Auszubildenden gesprochen, die sprechen auch von Frontalunterricht und eher veralteten Kursmodellen noch. Also hat denn derjenige, der da Forderungen an die Schule stellt, auch in seinem eigenen Metier schon vorgelegt? Okay. Also Herbert kam und da hinten war auch noch angestimmt, glaube ich. Also ich glaube, zwischen Schule und Wirtschaft gibt es eine Kumpanei. Das wird zwar nicht so gesagt, aber es wird praktiziert. Die Schule, wenn du mit Lehrern redest, die sagen dann immer, ich muss meine Schüler auf die Prüfung, auf die Abschlussprüfung und so weiter vorbereiten. Und wenn der Satz kommt, fällt alles andere unter den Tisch, dann wird nicht mehr diskutiert. Die Wirtschaft, die andere, die mit dem, was aus den Schulen rauskommt, nicht zufrieden ist, was schauen sie sich an? Zuerst die Zeugnisse. Die machen dann schon ihr eigenes, aber die erste Hürde sind die Zeugnisse, die von der Schule kommen. Und das ist Kumpanei. Denn es wird selektiert und die anderen greifen auf diesen Selektionsmechanismus zu. Und so kann es nicht funktionieren. Da muss nicht ganz anders gestalten. Okay. Von hinten machen wir eine Meldung. Ja. Also das, was ich sagen wollte, bezieht sich immer auch auf das, was du gesagt hast. Ich finde, es kommt ja ganz stark darauf an, wir haben ja über einen gewissen Bildungskanon geredet und ich finde, das ist immer was älteren Werten festhält, man müsste sich ja überlegen, wie, also sind das immer noch die gleichen Inhalte, die man heute haben muss. Ne? Also wenn man heute sagt, jemand hat eine geringe Allgemeinbildung, vielleicht nur das vielleicht auch mit einem Wert oder mit einem
Status quo, der vielleicht veraltet ist. Man muss erstmal klären, was ist denn jetzt dann eigentlich Allgemeinbildung? Ne? Also bezieht sich das jetzt ja auf kulturelle Dinge, auf Vergangenheit zum Beispiel, auf geschichtliche Dinge oder Werte, oder bezieht sich das zum Beispiel auch auf eine Medienkompetenz? Also das ist ja auch eine Frage, die man, da habe ich jetzt in letzter Zeit zumindest nicht wirklich mit vielen Leuten drüber geredet. Also es ist auch für mich was, was ich definieren müsste. Okay. Was ist denn jetzt eigentlich, was bedeutet denn heute Bildung? Oder was ist ein Bildungsplan oder Zeitgemäß? Vielleicht. Ellen und Anja, wollt ihr mal einhaken, wie ihr dann vor allen Dingen für euch jetzt auch Bildung 4.0 seht? Hat das was mit Allgemeinbildung zu tun, mit professioneller Arbeitsbildung? Wie seht ihr das, damit wir ein bisschen noch mehr in die Diskussionsrunde von eurer Seite aus einsteigen? Mikrofon einschalten, Ellen, bitte. Okay, ich habe es eingeschaltet. Anja, magst du starten, oder? Keiner traut sich. Doch, doch. Mach du ruhig, Ellen. Also, aber mir okay. Ist es auch, ich kann auch. Mach du, fang du an. Ich habe leider nicht alles verstehen können, was ihr gesagt habt, weil das dann zu weit vom Mikro weg war. Aber so ein paar Sachen habe ich mir auch aufgeschrieben. In meinem Fall, und ich muss dazu sagen, ich bin selber Pädagogin. Ich bin aber inzwischen eine versaute Pädagogin, weil ich angefangen habe, durch Input von Netzwerken, durch Spiegelung, ich nenne es mal andersrum, durch mein persönliches Lernnetzwerk, habe ich so viele andere Inputs bekommen, dass ich einfach an den Grundfesten, an die ich über 20 Jahre geglaubt habe, inzwischen nicht mehr so recht glauben mag und einem Abiturienten heute versuche, Verständnis beizubringen. Der Junge kämpft um Noten, das, was der Herbert eben gerade gesagt hat. Und ich versuche, ihm klarzumachen, dass es im Arbeitsleben nachher aber auf ganz andere Dinge ankommt. Und da bin ich einfach so ein bisschen bei den Handlungskompetenzen, die eben erwähnt wurden. Auch das sehe ich, diese gesamte Diskussion um Handlungskompetenzen, die derzeit geführt wird, sehe ich persönlich sehr kritisch. Zum einen ist das überhaupt nichts Neues. Also aus meiner Berufserfahrung ist das ein ziemlich alter Hut. Und Handlungskompetenzen sind für mich im Schulsystem, und Schulsystem umfasst für mich alles das, was mit Primarschule verbunden ist, über die über alle Regelschulen bis hin zu Hochschulen und auch zur Weiterbildung. Da heißt es ja nicht mehr Schule, aber es ist das Prinzip der Schule, was in Betrieben sowohl in Ausbildung als auch in Weiterbildung stattfindet. Da sind all diese Initiativen gebunden an bestimmte Fächer, also irgendwo immer so lernzielorientiert, und in diesem vorgegebenen Rahmen werden dann Handlungskompetenzen antrainiert. Und da tue ich mich heute zunehmend schwer mit, erst recht nach 28 Jahren Berufsleben, wo ich gemerkt habe, nicht nur bei mir, aber ich kann am besten von mir reden, dass meine größten Lernprozesse in der tatsächlichen Arbeit waren, in stressigen Projekten, in stressigen Jobs, und alles das, was mit Bildung verbunden war, mit klassischer Bildung verbunden war, immer in einem separaten Raum stattfand, was ich dann nachher transferieren musste. Und für mich hat da ja heute ein Bildungsverständnis, wenn ich heute von Bildung 4.0, was ich begrifflich nicht charmant finde, aber wenn ich darüber nachdenke, dann sehe ich hier eine enge Verzahnung mit der gesamten Gesellschaft, und die umfasst das Arbeitsleben genauso und die Veränderungsprozesse, die da sind. Das bedeutet nicht, dass wir nicht irgendwelche unterstützenden Maßnahmen, nenne ich das jetzt mal, wie, nehmen wir den Begriff Lehrer, Dozenten und so weiter, dass wir denen damit den Todesstoß versetzen. Ich selber nehme das im Gegenteil als eine viel herausfordernde
und anspruchsvollere Aufgabe war, weil sich das vom Dozieren und wegverlagert und demjenigen oder der Person, die als Einzelperson dann darüber befindet, ob jemand handlungskompetent sei oder nicht, sich das halt in Gemeinschaften auf viel breitere Füße stellt. Also ob jemand Handlungskompetenz im Job ist, muss sich auf breitere Basis stellen, auch nach irgendwelchen Weiterentwicklungsmaßnahmen, als dass es von einer Person oder einem Test, der am grünen Tisch entworfen ist, ausgewiesen wird. Okay, knüpfe ich einfach mal an, oder? Ich bin Sozialwissenschaftlerin, ich bin keine Pädagogin und bin eher bildungspolitisch orientiert. Und es geht ja eigentlich um diesen Begriff Bildung 4.0. Und das Grundproblem, glaube ich, in unserer Gesellschaft ist, dass wir Bildung unmittelbar mit Ausbildung assoziieren, mit gleichsetzen. Und da müssen wir weg, da müssen wir als bildungspolitisches Projekt eigentlich weg. Weil das Problem im Moment ist, dass wir vor massiven Veränderungsprozessen stehen und dafür steht dieses Kürzel 4.0, das ist ja nur eine Metapher. Und diese Veränderungsprozesse geschehen tatsächlich real im Moment. Und was wir sehen, ist, dass die derzeit in den Herrschenden, in den Entscheiderpositionen nicht in der Lage sind, damit umzugehen, weil sie halt aus diesem alten Bildungssystem stammen und das überhaupt nicht gelernt haben. Sie sind komplett überfordert. Ich war vor 3 Tagen oder irgendwann letzte Woche bei dem Forschungsgipfel vom Stifterverband und habe mir, da ist die sogenannte, die sich selbst noch so sieht als Elite, trifft sich dort und tauscht sich aus und sie tauschen sich verhältnismäßig selbstreflexiv aus über diese, was da im Moment passiert, stellen auch fest, dass sie überhaupt keinen Umgang damit haben und das ist wirklich tragisch fast schon, dazu zu sehen, wie verzweifelt die sind, weil sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und sie sind alle überfordert. Und in dem Moment müssen wir wirklich Bildungspolitik ganz neu denken. Es hilft nichts. Ja, es hilft auch, wenn wir darüber nachdenken, wie wir mit Kindern umgehen, um sie irgendwie für die nächste Welt vorzubereiten. Wir wissen aber noch gar nicht, wir wissen ja noch nicht mal, wie es in 10 Jahren aussieht. Man muss sich vergegenwärtigen, Google ist vor 15 Jahren gegründet worden. Und das ist im Moment die Situation. Und das ist ja immer meine Sicht, dass ich sage, Bildung heute muss sich in meinen Augen erstmal mindestens gleichermaßen um unsere Generation kümmern. Also ich bin jetzt 50 plus minus 10 Jahre, das ist im Moment die kritische Generation, die nicht auf dem Stand ist. Und da müssen wir ganz händeringend, und nur die können das vorleben dann für die nächste Generation. Und dann kommt die nächste Generation ganz automatisch, wird sich in dieser kulturellen Bildung dann irgendwie auf die herausfordernde Zeit dann vorbereiten können. Und das ist im Grunde, wofür Bildung 4.0 steht. Es ist also wirklich Bildung ganz neu zu denken, weg von diesem alten formalen System, was davon ausgeht, dass wir die Leute vorbereiten wollen auf eine Welt, die bei weitem, wir können noch nicht mal überblicken, was seit 5 Jahren ist. Es ist also wirklich, es ist eine sehr schnelllebige Zeit, also viel schneller geht es ja gar nicht mehr. Ich könnte jetzt eine ganze Stunde reden, aber vielleicht habt ihr ja mal noch irgendwas, was ihr sagen wollt. Oder soll ich weiter? Also Das Mikro war aus. Vielen Dank für euren Input. Ich würde gerne was sagen wollen, um das doch wieder in die Runde reinzutragen. Vielen Dank auf jeden Fall. Was bedeutet das jetzt? Also wenn wir Bildung komplett neu anders denken müssen, schmeißen wir das Schulsystem über den Haufen und sagen, alle Schüler müssen ab morgen lernen, was sie übermorgen noch gar nicht wissen können. Und wie soll das gehen? Also, das ist so die Frage. Ne? Also, es treten heutzutage immer mehr Probleme auf, die ich am Anfang noch gar nicht kenne. Anja will da einhaken. Ich glaube sehr wohl, dass es Ansätze gibt. Also ich habe mich unter anderem auch mit Frau Rasfeld unterhalten. Das Interview werden wir nochmal neu aufnehmen, weil die Aufnahme missglückt ist. Aber ich bin in der Zwischenzeit wirklich an dem Punkt, dass ich denke, dass die eher auf dem richtigen Weg sind als diese gesamte Diskussion um digitale Bildung im Moment. Weil sie die Menschen resilient, also sie geben ihnen
eine resiliente Empathie mit, die sie befähigt, in die Unsicherheit hinauszugehen. Und das mit ganz einfachen Mitteln, sehr klug durchdacht. Und also seitdem ich mir das mal ein bisschen eingehender angeschaut habe, glaube selbst ich, dass es sehr wohl auch innerhalb des Systems Schule durchaus Handlungsmöglichkeiten gibt. Aber die sehen ganz anders aus als alles das, was wir bislang diskutieren. Und genannt worden. Entspannt. In dem Anspann, ja. Okay. Das ist die Verantwortung und die Herausforderung. Okay. Genau. Ellen, bitte. Ja, ich sehe das. Ich möchte jetzt mal aus der Sicht einer betrachten, die sehr, sehr lange im Unternehmen und dort auch im Bildungswesen des Unternehmens, wie es heißt, gearbeitet hat. Und wenn ich mir anschaue, welche Veränderungen wir in den Unternehmen heute haben, was bis in die kleinsten Unternehmen hineingeht und die tatsächlichen Arbeitsweisen betrifft, dann haben wir hier völlig andere Anforderungen an die Mitarbeitenden. Da gibt es jetzt auch Schlagworte zu. Ich nehme mal ein sehr populäres im Unternehmen, dieses Working Out Loud, also dass ich laut auch meine Probleme mitteile, meine Arbeit in das Unternehmen hineintrage und andere partizipieren lasse. Und wenn ich an Klassenarbeiten in der Schule denke, wo, ich habe das letztlich in einem anderen Zusammenhang gesagt, mein Working Out Loud in der Schule hat zu 5 und einem Klassenbucheintrag geführt. Und diese Arbeitsweisen, die in Unternehmen oder in der Arbeitswelt verbunden mit Arbeiten 4.0 angedacht werden und teilweise auch schon ausprobiert werden, die stimmen mit der Schulrealität, mit der Hochschul- und der Weiterbildung, Ausbildungsrealität einfach nicht mehr überein. Und ich höre dann auch immer wieder, dass die jungen Leute ja schon bestens ausgestattet in die Unternehmen kommen. Da hat es heute einen Forenbeitrag gegeben, der das auf den Punkt gebracht hat. Und das war das Stichwort Netzwerken, dass die Schüler und Schülerinnen, die heute ins Arbeitsleben eintreten können, die können Netzwerken. Und das ist etwas, das beobachte ich auch. Und da haben wir eine ganz andere Kultur, wir haben ein ganz anderes Netzwerken, als wir das in tradiert in Unternehmen haben, also diese Karrierenetzwerke, sondern das sind Netzwerke, wo ich mir Unterstützung und Hilfe hole. Und das sind beste Voraussetzungen auch für ganz andere Lernszenarien. Und wenn wir diese Voraussetzungen haben, da kommen wir mit unserem klassischen Weiterbildungs- und Bildungsverständnis, wie es fest etabliert ist in den Unternehmen und auch bei den Weiterbildungsanbietern, da kommen wir einfach nicht mehr mit, weil diese Denke vom Grundsatz her dort nicht verankert ist. Okay. Jetzt kommen wir. Zuallererst haben wir dort hinten einen Einwurf gehabt und dann haben wir hier vorne zwei. Ja, gerne. Ich denke mal, das Wichtige ist ja eigentlich das Ziel, wo ich hin will. Und dann kann ich gucken, was hier Bildung 4.0 ist. Also theoretisch könnte es ja reichen für Kinder, wenn die rechnen, schreiben können, logisch denken, Empathie haben und die Neugier behalten. Also wenn ich manchmal höre, was meine Kinder in ihrer Medienkompetenz oder Ethik von 14 lernen müssen, ne? Dass jeder logischen Denken widerspricht. Dann sage ich, okay, man kann jetzt gucken, wie man diese Grundeigenschaften den Leuten rüber, den Kindern rüberbringt. Aber was sind wirklich die Kernsachen, die sie kriegen müssen? Also was ist dann auch allgemein so wichtig, wenn die logisch denken können, Empathie haben und die Neugier erhalten haben? Oder können die sich dann die zukünftigen Herausforderungen selber erarbeiten? Also ist die Frage, was will ich denn wirklich vermitteln an Grundkompetenzen, ob das dann hier Medienkompetenz heißt, Ethik oder sowas, ist völlig egal. Ja, das ist meiner Meinung nach so ein entscheidender Faktor. Okay, auch eine Meinung. Ja, das wäre jetzt eher was, so was in Richtung Allgemeinbildung vielleicht auch geht, ein Stückchen weit. Jetzt haben wir hier zwei mehr. Ich möchte nur mal den einen Begriff aufnehmen, nämlich Netzwerken. Und jetzt bitte ich euch mal alle einen Moment, euch zurückzuerinnern an die Situation im Abi. Da stehen in einem großen Raum, stehen glaube ich einzelne Tische, da sitzen einzelne Menschen. Und das, was auf jeden Fall verboten ist, ist zu netzwerken. In der Situation. Das macht den ganzen Irrsinn deutlich, aber es macht auch gleichzeitig noch etwas anderes deutlich. Als jemand, der lange im Bildungswesen für manche Dinge zuständig war, weiß ich auch, das ist
keine Chance bisher gehabt. Ich glaube nicht, dass es irgendwann auch mit die Andeutung eines kleinen Fensterchens gegeben hätte, dieses System des selektiven Prüfens irgendwo auf der Welt grundlegend zu verändern. Und dann, ich habe vor 2 Jahren nochmal relativ intensiv das Bildungswesen Korea studieren dürfen. Das wird das Ganze noch perpetuiert. Da kriegt es noch den dreifach höheren Stellenwert. Und wenn wir nicht begreifen, dass egal was wir aus welchen Bezugssystemen auch, zum Beispiel aus dem System Arbeitswelt, ich teile vieles von dem, was da gesagt wurde, das ist auch meine Beobachtung, wenn wir das, was wir immer da holen an Möglichkeiten, auch dein Versuch, ein neues Curriculum zu definieren, alles okay. Aber wenn wir nicht begreifen, dass diese Idee, die Grundidee, Leistung ist entscheidend, und du musst Leistung bringen und wir müssen Leistung prüfen, dass da irgendwo wirklich die Wurzel des Übens liegt, in diesem selektiven System von, dann haben wir ein Problem, das wir nicht gelöst kriegen. Punkt. Ellen hat einen Einwurf, aber vorher war René noch dran. Ganz kleinen Moment, Ellen. Ich mache es auch ganz kurz, weil hier Margot Rasfeld so hochgehalten wurde. Zu Recht ein tolles Konzept, das recht ähnlich zu dem ist auf meiner Schule. Und wenn man sich aber dieses Konzept anschaut, basiert das zu 80-90% auf Pädagogen wie Maria Montessori und Celestin Frenet. Das sind Reformpädagogen. Und auch Margot Rasfeld bezieht sich massiv zu nahezu 90-100% auf Reformpädagogen. Und die stammen und haben ihre Ideen in den 1920er und 1930er Jahren. Das vielleicht nur mal zu viel. Ja, wir kommen wieder zurück. Back to the roots, oder? Okay, Ellen, du hast was sagen wollen. Entschuldigung. Ja, jetzt hatte ich 2 Reizworte. Ich greife mir das letzte auf. Ich finde den Bezug auf Reformpädagogen, finde ich selber total klasse. Und ich nehme nur wahr, dass die nicht einfach bei dem Bezug in der jeweiligen Zeit stehen geblieben sind, sondern das weiterentwickeln und weiterdenken und auf die heutige Zeit auch reflektieren und da dann doch wieder was Neues draus schaffen. Das andere war jetzt gerade, wo ich wirklich drauf angesprungen bin, war der Begriff Leistung, weil ich glaube, dass das zum einen etwas ist, was wir selber auch in unserer Konditionierung durch die Schule sehr gut erfahren haben, denn da sind wir ja auf gute Noten zu erbringen. Das war die Leistung, eine gute Leistung war eine gute Note. Und im späteren Arbeitsleben war eine gute Leistung vielfach auch für eine persönliche Karriere, war davon abhängig, wie der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte darüber urteilt. Und wir haben immer irgendwo einen Spiegel, eigentlich nur in einer hierarchischen Situation, auch in Weiterbildungsveranstaltungen, weil ein Trainer oder eine Trainerin in der hierarchischen Stufe 2 Seiten im Lehrbuch über den Lehrenden steht und damit auch dann die Leistung entsprechend als gut oder als erfüllt oder nicht erfüllt wahrnimmt. Inklusive ein Lernzielkatalog, den es dann möglichst homogenisiert zu erreichen gilt. Ich habe im späteren Berufsleben eine ganz andere Wertschätzung von Leistung für mich persönlich erfahren. Und zwar fing das mit diesem Web 2.0 an, wo ich mich dann in die Netzwerke getraut habe und dort Rückmeldungen bekam. Und da muss ich sagen, dass das für mich eine sehr, sehr hohe Wertigkeit hatte, weil dort teilweise überhaupt keine persönliche Beziehung war. Und wenn ich dann eine positive Rückmeldung erhalten habe und man kennt sich dann auch schon in den Äußerungen und kann das schon einschätzen, wie ernst das gemeint ist, dann hatte das für mich eine reale Aussagekraft für mich in dem, was ich tue. Und erlebt das dann weiter, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, wenn ich das mal konsequent weiterdenke, wenn wir die Schüler oder die Mitarbeitenden zur Selbstreflexion das ermöglichen, plus das Feedback einer, ich nenne es jetzt mal Lernergruppe, das haben wir in Kursen auch in Unternehmen zum Beispiel gemacht, und dann ein breit gestreutes Feedback ermöglicht wird für den Einzelnen, dann haben wir viel mehr Möglichkeiten, die individuelle Person auch in ihrem aktuellen Leistungsstand sich selber spiegeln zu lassen und sich selber weiterentwickeln zu lassen.
Anja, ich übergebe mal an dich. Okay, ich will noch mal ganz kurz, um den Blick auch ein bisschen zu erweitern, von diesem Schulblick und von diesem, was kann Schule leisten und wo wollen wir eigentlich hin? Wir sprechen immer über Bildung und denken Bildung auch weiterhin als Angestelltenbildung, also Bildung für Angestellte. Und ich weiß, es gibt diesen ganzen idealistischen Überbau mit Humboldt und bla bla bla. Das ist auch wichtig und es stimmt auch, dass die Menschen ermächtigt werden müssen. Aber unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, dass sie auf Angestelltenbasis im Grunde funktioniert, dass wir gute Fleißarbeiter brauchen, deshalb auch dieser ganze Leistungsbegriff. So, das wird noch eine ganze Weile, vielleicht ein paar Jahre noch gut funktionieren, wird nach und nach wird das abgebaut und irgendwann, wenn wir mal, und das ist gar nicht so weit Entfernung, also sagen wir mal in 20 Jahren, werden wir jede Menge Freiraum haben von Menschen, die einfach in diesem, die es einfach in diesem Arbeitsprozess nicht mehr braucht. So, was ja auch schön ist eigentlich. Wir müssen nur Gesellschaft dann umbauen. Wer baut die Gesellschaft um, wenn nicht wir Menschen? Deshalb brauchen wir empowerte Menschen, die das auch denken können, die da auch rangehen, die was unternehmen im wahrsten Sinne. Und zwar nicht, muss nicht kapitalistisch Unternehmen sein, das kann auch irgendwas anderes sein, aber die was Unternehmen, Gesellschaft gestalten. Und dafür müsste Schule heute ausbilden, weil die Leute, die jetzt in die Schule kommen, müssen in 20 Jahren treffen die auf einen Arbeitsmarkt, der nicht mehr vorhanden ist. Weil die Curricula, die heute ausgeübt werden, sind für eine Arbeitswelt von heute gedacht. So, und das ist im Grunde die Dramatik, in der wir stecken. Und da ist genau dann wieder unsere Generation, die halt auch da als lehrende Körperschaft da größtenteils nicht ihr. Ihr seid ja die Fortschrittlichen, die so, zu solchen Camps gehen. Aber das Gros ist nicht dafür geschaffen, wirklich unternehmerisch zu denken, sondern sie sind da reingegangen, weil sie Beamte sein wollten. Und so sehe ich das zumindest. Ich denke, da ist nochmal ein Punkt. Super Beispiel. Ja, also wer will noch Taxifahren lernen in 20 Jahren, wenn wir selbstfahrende Autos haben? Wird es diese Berufsklasse dann überhaupt noch geben? Brauchen wir Ausbildung in Fahrschulen? Brauchen wir das noch? Also solche Dinge, ja, das ist ein Beispiel von vielen, was sich gerade verändert durch digitale Welt, durch Automatisierung, was auch immer. Und das ist so ein bisschen der kritische Kernpunkt, der vielleicht Bildung 4.0 ausmacht, der versucht, das System umzuändern, zu gucken, was für Kompetenzen, was für Problemlösesituationen, auf was müssen wir eingestellt sein in Zukunft, damit wir da mit dieser veränderten Struktur noch zurechtkommen. Da ist noch ein Statement und dann müssen wir, glaube ich, ich weiß nicht. Leute mit dem Auto fahren, ist ein schönes Beispiel, kann ja weiterdenken, brauchen wir überhaupt Verkehrserziehung noch. Brauchen wir Verkehrserziehung? Weil wir den Zustand die Frage ist, deswegen ist ja dieses logisch denken, Empathie und Verkehrserziehung, weil Computer machen keine Fehler, Menschen machen Fehler. Es gibt keine Fragestellung, Ethik bei automatisierten selbstfahrenden Autos ist eine Quatschfrage. Die selbstfahrenden Autos, entweder sie sind buggy programmiert, dann muss der Code umgeschrieben werden. Eine ethische Frage betrifft denjenigen, der sich eben nicht programmiert ist und im Verkehr bewegt. Ja. Okay. Ethisch ist die Frage, was heißt denn da überhaupt schlecht, wenn wir das auch nicht mehr aufgeführt. Okay, an der Stelle, es war ein Impuls geben, der war es nicht. Vielen Dank an alle. So, wir sind in der Dreiviertelstunde durch, aber ich glaube, wir haben ganz gut so die Statements austauschen können. Ich hoffe, ich konnte euch gut einbringen. Also, bis bald. Dankeschön, Marcel. Ciao, bis später. Danke, Marcel. Tschüss.